In der Bibel gibt es unglaublich interessante Geschichten, die mich immer wieder anregen, über mich selber ein Stück nachzudenken und mich weiterzuentwickeln. Eines dieser Geschichten, für mich eines der Lieblingsgeschichten, ist eine ganz kurze, eine Begegnung. Ich lese Ihnen einmal vor, sie steht im Markus-Evangelium. Jesus ging in ein Haus und wieder kamen so viele Menschen zusammen, dass er und die Jünger nicht einmal mehr essen konnten. Als seine Angehörigen davon hörten, machten sie sich auf den Weg, um ihn mit Gewalt zurückzuholen, denn sie sagten, er ist von Sinnen. Das heißt, seine Familie behauptet, der ist verrückt. Komm, den müssen wir zurückholen, der macht uns nur Schanden. Und man hat immer wieder überlegt, warum steht das in der Bibel? Offenbar hat das einen historischen Hintergrund. Seine Familie war wahrscheinlich sehr traditionell und Jesus geht einen ganz eigenen, einen ganz anderen Weg. Als Prediger, als Wundertäter, der von Johannes dem Täufer beeindruckt ist, der da sagt, du musst radikaler leben, um wirklich ich zu sein. Immerhin ist Jesus der Erstgeborene. Er hat das Erbe seines Vaters zu übernehmen, seinen Beruf auszuüben. Da kann er doch nicht einfach nur eigene Wege gehen, nicht? Und trotzdem geht Jesus in diesen Konflikt und fängt den Menschen an zu erzählen vom Reich Gottes. Warum steht das in der Bibel? Offenbar war das kein einfacher Prozess, dass Jesus sich aus seiner Familie gelöst hat. Es heißt zum Beispiel hier in der Bibel, da kamen seine Mutter und seine Brüder, sie blieben vor dem Haus stehen und ließen ihn herausrufen. Doch Jesus lässt sich nicht einfach herausrufen. Er sagt, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Die, die um mich herum sind, das ist meine Familie. Oder er sagt, als einer zu ihm kommt und sagt, ich möchte gerne dir nachfolgen, sagt er, wer ihm nachfolgen will, der muss auch die Toten ihre Toten begraben lassen und ihm nachfolgen und das Reich Gottes verkündigen. Offenbar ist für Jesus auf der einen Seite die Elternpflicht, ja, als Jude, aber auf der anderen Seite, ich nenne es mal so, ganz wichtig, sich selber treu zu bleiben, den Mut zu haben, auch zu fragen, was ist denn eigentlich mein Weg? Und vermutlich ist das der Grund, warum diese Geschichte in der Bibel steht. Nämlich, weil die Menschen erkannt haben, es ist ganz, ganz wichtig, dass du auf die Stimme in dir hörst. Was ist wirklich deins? Wenn Sie mal so einen Moment zurückgehen in Ihrem eigenen Leben, als Sie Kind waren, Jugendlicher, wo waren so Punkte, wo Sie sich durchgesetzt haben und haben gesagt, das ist mein Weg. Gab es das? Oder wo Ihnen ein anderer Weg aufgezwungen worden ist? Wo sie in Konflikt gekommen sind mit anderen, weil sie nicht so waren, wie man es sich von ihnen erwartet hat. Man muss ja nicht gleich ein Aussteiger sein, aber die Frage, die für mich hinter dieser Geschichte steht, ist, wie ist dein Verhältnis zu deiner Familie, zu deinen Freunden? Und woran erkennt man dich? Für mich immer wieder ein Bild, das für mich ganz wichtig ist, wenn ich mir vorstelle, ich komme in den Himmel, können Sie sich ja mal vorstellen. Ich komme in den Himmel, unkörperlich. Woran erkennt Gott mein Wesen? Jetzt nicht, er sieht mich nicht. Was macht mich aus? Was ist, wo man sagen würde, ja, das ist der, die. Das macht die aus. Der besondere Punkt ist,
Jetzt können Sie sich noch entscheiden. Jetzt können Sie noch einen Moment überlegen, so wie Jesus gesagt hat, das ist meins. Kann ich für mich an verschiedenen Stellen meines Lebens immer mal wieder sagen, ja, da möchte ich mehr noch, dass man spürt, das ist Christine Irmgard, irgendjemand. Das ist er oder sie. Ich gebe Ihnen das mal mit, weil ich der Überzeugung bin, dass man gerade von vielen, vielen wunderbaren Aussagen der Bibel für sich selber etwas Bereicherndes erfahren kann. Gott segne Sie, bleiben Sie gesund. Musik